Kolonhydrotherapie. Kolonhydrotherapie ist eine Maßnahme in der Naturheilkunde, in der Alternativmedizin, in der Komplementärmedizin. Bei der Kolonhydrotherapie wird der Dickdarm mit Wasser gründlich durchspült und gereinigt. Die Kolonhydrotherapie hat als Aufgabe, die natürliche Darmbewegung wiederherzustellen und Ablagerungen zu beseitigen. Die Kolonhydrotherapie macht man typischerweise in mehreren Sitzungen und dadurch sollen verschiedene Darmbeschwerden verschwinden. Kolonhydrotherapie ist eine Weiterentwicklung des Einlaufs. Auch im Yoga kennen wir zum Beispiel Basti, das heißt den Einlauf mit lauwarmem Wasser. Im Ayurveda gibt es auch den Einlauf mit verschiedenen Ölen. Die Einläufe können hilfreich sein zur Entgiftung des Körpers oder auch zur Reinigung der Ausscheidungsorgane. Die Kolonhydrotherapie gilt dann als eine besonders entspannende und bequeme Methode der Darmreinigung. Der Patient liegt entspannt und zugedeckt in bequemer Seitenlage und dann wird durch ein Kunststoffröhrchen Wasser hineingegeben mit unterschiedlichen Temperaturen und so wird und anschließend wird das, was im Darm ist, wieder abgeführt. Die Kolonhydrotherapie wird oft auch verbunden mit einer Bauchdeckenmassage und so ist Kolonhydrotherapie auch eine Form des Wohlfühlerlebnisses. Kolonhydrotherapie wird manchmal auch nicht nur positiv gesehen, denn manche sagen auch, dass die Darmbewegung letztlich gestört wird, wenn man zu viel macht mit dem Darm. Aber es gibt auch viele, die sagen, dass die Kolonhydrotherapie ihnen sehr geholfen hat. Man braucht letztlich eine Indikation. Als gesunder Mensch, meine ich, sollte man jetzt keine Kolonhydrotherapie machen, sondern stattdessen sich gesund ernähren und einen gesunden Lebensstil haben, eventuell vor dem Fasten, also 1 bis 2 Mal im Jahr, 5 bis 7 Tage fasten und dabei auch vor dem Fasten, zum Beginn des Fastens, einen Einlauf nehmen, andere Kriyas machen. Aber wer bestimmte gesundheitliche Beschwerden hat, könnte überlegen, ob die Kolonhydrotherapie bei einem qualifizierten Heilpraktiker oder Naturheilkundler, also einem Naturarzt, hilfreich sein kann. Es ist sicherlich eine interessante Methode, die schon vielen Menschen geholfen hat.